Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands und willkommen im neuen Jahr. Yay! Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und habt nicht so einen Riesenkater gehabt im neuen Jahr. Oh, da vorne sind ein paar. Verdächtig, wir sind doch nicht verdächtig, also. Unter, die werden dich sehen. Ja, wer denn? Hier ist niemand. So. Heben wir mal die Drohne hoch. Genau. Hey, eine kleine Gruppe Kartellleute. Wo hast du sie? Ja, muss ich hier nochmal hin? Warte mal. Muss ich hier hin? Ja, vielleicht zum Hubschrauber und dann. Ach, da müssen wir hin. Ja, okay. Ich will das. Ja, pst, jetzt satt. Ich will das Let's Play hier oder die Folge hier ein bisschen dafür benutzen, um ein bisschen zu klären, was letztes Jahr alles passiert ist und was was ich dieses Jahr mit dem Kanal vorhab und so weiter. Gut, das habe ich jetzt bei den anderen Folgen auch schon gemacht. Also wenn ihr die anderen Folgen schon angeschaut habt oder die anderen Let's Plays angeschaut habt, dann dürfte es euch relativ bekannt vorkommen. Oh, schau mal da. So, also dieses Jahr haben wir auf jeden Fall oder habe ich auf jeden Fall auf diesem Kanal einen ziemlich gut. Einen ziemlich coolen Aufschwung gehabt. Also ich habe die Jahre davor, also ich habe den Kanal ja schon relativ lange und ich habe den damals für Tomb Raider, also Rise of the Tomb Raider gestartet für eine Freundin von mir, die das auch mit anschauen wollte. Und das habe ich dann ein bisschen schleppen gemacht und dann habe ich ein Jahr lang nichts mehr hochgeladen wegen Ausbildung. Und dann, es lief halt sehr schleppend und dann habe ich angefangen eben öfters was hochzuladen. Also, hier drüben ist der Narko. Sag mir wo. Jede Woche eben, jeden Tag. Und auf jeden Fall in den Jahren habe ich halt nie mehr als 20 gehabt, 20 Zuschauer oder Abonnenten. Und das Coole jetzt war wirklich, dass ich sehen tue ich den nicht wirklich, dass ich jetzt im letzten halben Jahr, als ich mit dem Meister fertig geworden mit dem Meister fertig geworden bin. Das ist auch was ziemlich cool war. Also ich habe die Selbstständigkeit angefangen und eben den Meister gemacht und so weiter. Also das war auf jeden Fall sehr cool. Seit einem halben Jahr habe ich dann auch mehr Zeit wieder gehabt für YouTube. Und da hat sich auch die Abonnentenzahl verdoppelt, also von 20 zu 50 jetzt. Ist ja, also an sich ist es für YouTube-Verhältnisse wirklich nichts. Aber ich denke mir, also ich finde es richtig cool. Also ich feiere das voll, dass ich jetzt eben 50 Abonnenten habe und ist schon cool. Also mag ich. Naja. Genau. Und das ist dieses Jahr passiert. Wir haben viele neue Let's Plays auch gemacht, also auch viele beendet. Also Rome Total War, die Rom-Reihe wurde beendet, dann also beide Rom-Reihen, dann Epirus und so weiter. Und das ist auf jeden Fall immer super, super spannend,
dann eben weiterzumachen und zu schauen, was für Let's Plays ihr dann noch sehen wollt und so weiter. Und Star Wars haben wir auch durchgespielt. Auch ein cooles Spiel. Und genau. Und jetzt dieses Jahr habe ich schon versprochen. Achso, ich dachte, wieso schlägt da die Wand, aber der ist da was runtergefallen. Genau, also dieses Jahr werden wir auf jeden Fall mit Streaming anfangen. Da bin ich auch sehr aufgeregt. Bin auch sehr gespannt, ob das funktioniert und wie das funktionieren wird. Ich sehe den doch nicht. Und ja, also ich freue mich mega drauf. Bin wie gesagt ein bisschen aufgeregt, dass auch das alles klappt. Ich will auf jeden Fall vor dem großen Spiel, also ich will mit alles okay. Cyberpunk 2077 anfangen. Also das dann wirklich das ist dann wirklich das große Spiel, was ich spielen werde und streamen werde. Und genau. Und danach beziehungsweise davor werde ich ein bisschen üben. Das heißt, ich werde zu einer relativ ungewöhnlichen Zeit, so mittags wahrscheinlich, werde ich erstmal so eine Stunde oder so ein Spiel streamen. Weiß nicht welches. Vielleicht Rome to the War. Da ist ein Sicario. Da drüben, bei der Kiste mit den Funkgeräten. Cool, dass du den gesehen hast. So, also auf jeden Fall werde ich da ein bisschen üben, beziehungsweise die ganzen Einstellungen machen und schauen, dass alles klappt für den deinen großen Stream im April kommt es raus. Und genau. Und das wird auf jeden Fall noch dieses Jahr kommen. Stoppen, wieso soll ich den stoppen? So. Was dann? Warte. Das war scheiße knapp. Ach, deine Mutter war scheiße knapp. So, dann werden... Oh, da kommt hier einer. Gut, dann fliegen wir hier mal weg. Wo fliegen wir hin? Sollen wir die Hauptquest machen? Zwei ihrer Vertrautler sind Sierra nicht mehr und will sie töten. Wir müssen sie zuerst erwischen und ihr einen Ausweg anbieten. Hey, alles grün. Genau, befreien Sie La Santerre. Gut. So. Gut, auf jeden Fall wird es auch ein paar neue Let's Plays geben, neue Spiele. Also auch ein paar Multiplayer-Spiele wie Far Cry 5 mit der Sarah zusammen. Tomb Raider wird endlich fertig gespielt und oh, dann, das sind überall welche. Genau, Tomb Raider wird fertig gespielt und ja, es kam schon der Wunsch auf, dass ich Fortnite spielen soll.
aber ja. Oh nein, es ist voll. Wo ist hin? Die haben einen Jammer. Jammer. Jammer-Alarm, Ding Dong. Genau. Da bin ich mal. Also, bei Fortnite. Passt auf. Ja, ja, ist ja gut. Fortnite bin ich. Ja, muss ich mir wahrscheinlich nochmal einspielen, es sei denn, ihr wollt sehen, wie ich versage. warte. Entschuldigung. Genau, also da muss ich dann vielleicht. Setz die Drohne ein. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Okay. Ich muss schon wieder. Entschuldigung. Uiuiui. Ui, so. Ich glaube, da sind zwei Leutchen auf dem Weg. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Ich sehe noch einen Tango. Sehr schön. So. Dann werden wir erstmal hier schauen. Gut. Hier ist ein Tango. Ich sehe ein zweites Ziel. Die Karre ist alarmgesichert. Ja, das sieht man ja. Also bei Lamborghini sollte man davon ausgehen, dass. Verstanden. Unterwegs. Nee. Dass er alarmgesichert ist. Die sind jetzt runtergegangen, ne? So. Genau, aber ihr könnt mir sehr, 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 sehr gerne sagen, wann es am besten ist, wann am besten ihr Zeit habt, also den Stream anzuschauen. Und ja, was für Spiele ihr sehen wollt. Also wie gesagt, Cyberpunk wird 100 Pro gespielt, weil ich enorm viel Spaß daran habe. Ziel gesichtet. Also auch an, also ja, CD Projekt allgemein sind ultra coole Publisher, die richtig coole Spiele machen. Und sehr Feind gesichtet. Genau, deswegen werde ich so oder so das spielen. Die Frage ist halt, ob auf nur auf YouTube. Es gibt Alarm. Oder wirklich mit Stream. Also ja. Das ist noch die Frage. Ich werde auf jeden Fall, egal ob ihr jetzt Zeit habt oder eben nicht, werde ich das auf jeden Fall auf YouTube hochladen auch. Und oh, da ist ein Sniper. Sehr schön. Genau. Das war knapp. Ah, du mit deinem "es war knapp", das war gar nicht knapp. Die hatten nicht einen Hauch einer Chance. Den Hauch einer Chance, sag mal doch. Scharfschütze im Turm. Kein Scharfschütze im Turm. So, jetzt müssen wir die drei. Roger, ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ich sehe das Ziel. So, da drüben gibt's auch noch mal irgendwas. Und da gibt's noch was. Ich kletter mal hier runter. Okay, sehe das Ziel. Da ist sie. Ah, das ist mir hier ein bisschen. Also da hinten ins Gebäude müssen wir noch rein. Ich glaube, ja.
Ich werde auf jeden Fall nochmal hier reingehen. Entschuldigung. Ich weiß halt nicht, wo die da sind. Das ist die Gefahr. Ich glaube, das ist nur einer hier. Hier drüben ist ein Narko. Ich sehe niemanden. Da drüben, neben dem Container. Ja, das ist so ungefähr krass wurscht. Okay, der ist dann ganz oben anscheinend. Hä? Scharfschütze! Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Der Leutnant flieht. Die sehen uns. Woher haben die. Das war so klar, dass ich es verkackt habe. Wir müssen nur schauen, dass wir den. Da nähert sich ein Helikopter. Shit, Deckung! Los, runter! Los, Feuer! Das wäre so schön gewesen. Naja, okay. Alter. Ich will den. Hä? Der hat durch. Oh, der hat durch die Scheibe geschossen. Und durch die Wand geschossen, so ein Arsch. Danke. Schau, er hat hier durchgeschossen. Dieser Penner. Wo ist denn da der Ausknopf? Hab ihn. Okay, anscheinend geht es nicht. Na, dann gehe ich mal hier rüber. Heli, runter, runter! Wie konnte ich den übersehen? Junge, Junge, Junge. Okay, aber hier kann ich erstmal ein bisschen chillig. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Das ist ein schönes Souvenir. Aber wo? Feind am Boden. Ah, hier. Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Unten bleiben, bin gleich da. So eine Scheiße. Runter, alle runter. Heli, haben Verluste. Wieder.
wollt ihr den nicht holen? Eli, in den Staub. Du siehst scheiße aus, in Deckung. Boah. Ihr könnt ja auch mal. Wir haben verdammt nochmal Verluste! Hä? Wo seid ihr denn? Ziel getroffen! Naja. Verluste, reißt euch zusammen, wir haben Verluste! Verluste. Echt jetzt? Ja, wo seid ihr denn? Das macht ja überhaupt keinen Sinn jetzt. Ah, okay. Ich warte einfach, bis der weg ist. Vor allem, wieso sind die da unten? Runter, alle runter, Heli! Ach so. Heli, in den Staub. Ja, jetzt kommt Verstärkung. Es sind halt jetzt mehrere, ne? Oder sind es nur die zwei? Es sind anscheinend nur die zwei. Und sind auf den Boden, Hubschrauber! Ja, cool. Super. Super gut. Ach Mann. Vor allem, wir hätten die ja easy bekommen. Und dann steht halt nur dieser eine Sniper da draußen. Das ganze Gelaber von wegen Umweltschutz und Recycling und Nachhaltigkeit ist in diesen Teil des Dschungels noch nicht vorgedrungen. Gut, ich glaube aber, dass wir das jetzt... Ja, doch, das, ja, komm, das machen wir jetzt trotzdem. Also ich habe ja gerade überlegt, ob wir das in der nächsten Folge dann machen. Aber nö. Markiere Feind. Die Drohne ist oben. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. So. Alter, sagt ja zum Glück nicht Bescheid. Wir haben sie aufgescheucht. Er sagt anscheinend Bescheid. Okay, nichts passiert. Hab noch einen Tango. Mhm. Ich habe zwei Sicarios. Neben dem Container, siehst du? Ja,
Random da hinten, okay. Hier vorne wäre es ein bisschen praktischer gewesen. Könnte das sein, dass den niemand sieht? Ja, ist ein bisschen zu riskant. Ne, vor allen Dingen war er auf der Straße hier anscheinend. Das macht 5. So, da ist noch einer. Ich gehe mal da in diese Richtung, weil da sind separat einer oder zwei. Da ist einer. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da oben ist der Sniper. Sehe ich aber von hier nicht. Ah, schade. Schade, schade, schade. Da in die Richtung kommen zwei. Ich glaube, ja, ich glaube, wir gehen trotzdem von der Seite. Nope. Hier geht's nur bis hier. Ah, und ist da. Okay, alles klar. Bringt ja nicht wirklich was. In deinem Haus war gerade eine. Hä? Wo sind die hin? Wir haben ein Sicario mit MP. Da, beim Container. Und was ist da? Hä? Okay. Von hier draußen da rein. Locker bleiben, alles ist gut. Da ist ein Sicario. Sag mir wo. Da drüben, neben dem Container. Okay, hier vorne haben wir jetzt eigentlich schon alles. Da hoch. Oh, ist das kompliziert alles.
Aha. Okay, aufatmen. Okay. Das ist hier bei der Straße halt so mega schwer, weil die alle alles sehen, so ungefähr. Nam, 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 nam. Dann würde ich sagen, versuchen wir hier hochzuklettern. Wir dürfen halt dann nicht sterben, ne? Weil meine Typen sind zu dumm, um hier hochzuklettern. Die Gefahr ist halt, ne? Entdeckt zu werden. Weil hier sind auch ein paar Leutchen. Hier sind zwei. Da ist noch einer. Mach 10. War sonst keiner, ne? Alles gut, alles gut. Schuss gehört? Ah, wer? Ah, der. Der Leutnant versucht zu fliehen. In Deckung! Ja, wie der halt noch... Wie der halt so lange überlebt hat. Die anderen sind One-Shots. Und der jetzt nicht. Oh Mann. Ah, okay, egal. Wir machen die jetzt sowas von platt. Das Problem ist halt auch, dass. Scheiße nochmal! Dass wir den Sniper da oben in seinen Kapuff nicht gekickt haben. Kommt ein Heli. Heli, in den Staub. Da kommen sie. Was ist der Plan, Boss? Noch nicht. Ich schau mal, ob ich von hier den sehen kann, aber ich glaube nicht. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind... Okay, es ist alles gut. Mhm. Wir müssen jetzt die vier hier erledigen. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Schnell, Jungs. Gib Zeichen. Halt, die werden dich sehen. Eröffne das Feuer. Alles okay, alles okay. Heli im Anflug. Schon wieder. Wieso blinkt der jetzt? Und wieso blinkt der jetzt? Der Leutnant will abhauen. Ist mir doch egal. Warum blinkt der da hinten? Ist doch voll. Die sehen ein bisschen nervös aus. Und warum? Wohin geht der denn?
Willst du wirklich ein Sniper-Duell? Okay. So. Wieso blinken die? Das macht sowas von 0,0% Sinn. Ach, naja. Drohne fliegt. Ja, die Drohne ist hin, die haben einen Jammer. Ach so. Ja, es gibt ja drei. Also, ich hole mir mal jetzt hier die Zettel. Sind wahrscheinlich auch oben. Sind wahrscheinlich ganz oben. Und zwar da. So. Santa Blanca Drogenkartell schreibt seine eigenen Versionen. Schreibt seine eigene Version der Bibel. Diese Seite handelt von El Sueno, dem Propheten Santa Muertes. Ja, natürlich. So. Oh, es geht noch weiter hoch. Cool. Patschi! Upsi. Gut, dann würde ich sagen, befreien wir mal die Tante. Okay, sehe das Ziel. Da ist sie. Aber erst nächste Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nochmal, willkommen im neuen Jahr. Und ich hoffe, ihr habt ein erfülltes, fröhliches Jahr. Bis dann. Bye bye.